Er sagt selbst, dass er immer auf der Suche nach dem perfekten Klang ist. Und da scheint er wieder einiges richtig gemacht zu haben. Denn Schiller hat sein neues Album rausgebracht, das 9. inzwischen, und ist direkt durchgestartet auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Wollen wir natürlich mit ihm darüber sprechen. Jetzt hier im ARD Morgenmagazin. Christopher von Dylan ist Schiller. Seine Musik vereint digitale Klänge mit akustischen Instrumenten. Es entstehen faszinierende Klangwelten. Angefangen hat Schillers Erfolgsgeschichte Ende der 90er. Die erste Single war Das Glockenspiel. Der Wahlberliner mag es, treibende Rhythmen und entspannende sphärische Melodien mit poetischen Texten zu kombinieren. Der typische Schiller-Sound wird live in Verbindung mit einer beeindruckenden Lichtshow zum audiovisuellen Gesamtkunstwerk. Gerade ist sein 9. Album erschienen. Future ist für Schiller der Soundtrack für den eigenen Film im Kopf. Schiller ist jetzt bei uns auf dem Sofa. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und ich habe mich bei all diesen ganzen Tasten gedrückt. Gibt es eigentlich eine Bedienungsanleitung für diese ganzen Geräte, die Sie haben? Oder wissen Sie immer genau, auf welchen Knopf Sie drücken müssen? Zum Glück gibt es das nicht. Man muss das ausprobieren. Und oftmals passieren gerade durch die Fehler, durch die Versehen wunderbare Dinge. Aber kriegt man das dann wieder hin? Also wenn man es dann noch mal live wieder zum Beispiel reproduzieren muss? Meistens nicht. Verstehe. Das heißt, man hat dann, es gibt so Unikate, Schiller-Unikate. Ja, es ist das Spannende am Musikmachen, gerade mit Maschinen, mit Computern und Synthesizern. Die machen ja von sich aus gar nichts. Der Mensch muss sie ja bedienen. Und das menschliche Versagen ist da teilweise sehr wichtig und sehr gefordert. Denn gerade dann passieren Unfälle, in Anführungsstrichen, die man eben sich gar nicht ausdenken kann, die aber genau diese magischen 15 Minuten ausmachen, die alle paar Monate passieren und aus denen dann ja, Musik entsteht, die man sich eben nicht besser hätte ausdenken können. Es gibt ja viele Musiker, die sagen, es gibt doch nichts über handgemachte Musik. Wieso haben Sie gesagt, ach, die Instrumente, das ist ja alles schön und gut, aber so ein Synthesizer, so ein elektrischer Sound, das ist doch viel schöner und besser. Es ist ja auch handgemacht. Es ist ja auch handgemacht, denn das Instrument hilft mir natürlich dabei, mich auszudrücken, aber ohne meine Hände geht es nicht. Und Strom ist ja auch etwas, was in der Natur vorkommt. Und das ist in dem Sinne, empfinde ich das nicht als, also die Unterscheidung zwischen handgemachter Musik, da denkt man an eine Gitarre oder an eine Mundharmonika oder sowas, und einem Synthesizer, die Unterscheidung gibt es für mich, glaube ich, nicht. Das ist, ja, aber ich als Schlagzeuger zum Beispiel muss sagen, so ein Schlagzeugset, so ein richtiges Ding, ist was anderes, als wenn Sie so ein Beat da drunter legen, jetzt unter so einem Synthesound. Ja, wenn man während des Spielens vielleicht, aber der Klangeindruck ist ja für den Zuhörer, glaube ich, also entweder der Rhythmus, man geht mit oder man geht eben nicht mit. Und dann ist es am Ende. Hauptsache es groovt. Hauptsache es groovt. Wir gehen mit. Wir hören nämlich in die neue Single rein. Die erste, die ausgekoppelt wurde, Paradise. Ich brauche nur meine Hände. Wer ist diese Frau? Diese Frau ist Alyssa aus London, eine Sängerin, die ich halb entdeckt habe, wenn ich das sagen darf. Eine ganz bezaubernde Stimme und eine ganz bezaubernde Person. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich nicht singen kann. Denn, dann müsste ich das auch noch machen. Genau, ja, aber auf der anderen Seite ist das natürlich etwas, was mir die Gelegenheit gibt, immer wieder mit neuen Menschen mich zu treffen. Was ja wirklich Tradition hat, ne? Auf allen Alben sind andere Künstler in irgendeiner Art und Weise mit eingewoben, ne? Ja. Ja, und das macht wahnsinnig viel Spaß. Natürlich, auf der einen Seite ist es toll, im Soundlabor für mich zu sein und zu forschen und Sachen auszuprobieren in meinem eigenen Rhythmus und mir da nichts sagen zu lassen. Das ist wunderbar. Aber es ist genauso schön, sich mit jemandem zusammen auf eine Reise zu begeben, von der man am Anfang gar nicht weiß, wo man am Ende aufhört. Aber wenn Sie so oft so forschen in Ihrem Labor, wie Sie gerade gesagt haben, und Sie auf der Suche nach dem perfekten Sound sind, was macht denn das aus? Wo sagen Sie denn, das ist es? Das ist genau der Moment, der eigentlich der schwierigste ist. Das ist genau das, wo man, das macht dieses Unberechenbare aus. Genau zu überlegen, zu welchem Zeitpunkt ist das passiert,
was man für richtig hält und wo man sagt, jetzt ist das Stück fertig oder ist es für diesen Moment fertig. Mhm. In der Hoffnung, dass man es in einem Jahr nicht bereut. Wir werden Schiller gleich live hören. Das heißt aber auch, dass da auch was passieren kann, was man so dann nie wieder hört. Ne? Das Weil ist das richtig. Ja jetzt wieder auch mit menschlichen Fehlern oder wollen wir es mal Fehler nennen, ganz positiv ausfallen könnte. Ja? Genau, gerade heute, es wird eine besondere Version von Schwerelos geben. Mhm. Und das ist nicht geprobt. Und ich habe einige Dinge vorbereitet. Und das wird alles live stattfinden. Cool. Und es kann ganz viel passieren. Super. Aber ich sage, wenn es einen Fehler gibt, sage ich es nicht. Ah, das sind ja im Programm drin, das war ja absichtlich. Wird doch schwer für uns festzustellen. Das wäre Absicht, ja. Wir sind ja nicht so, dass wir hier nachhalten. Wir freuen uns ja über jeden, der mit uns mitspielt sozusagen mit uns. Super. Schiller heute Morgen zu Gast, wunderbar. Ein interessanter Künstler, muss ich sagen. Wenn Sie Bücher schreiben würden, würde ich es Ihnen auch glauben. Aber wir sprechen uns gleich auf der Bühne wieder. Jetzt der Sport mit Peter. Er sucht immer den perfekten Klang und hat uns eben im Interview schon verraten, er rührt das dann immer alles in seinem kleinen Musiklabor zusammen. Schiller ist heute Morgen bei uns zu Gast, hat ein neues Album, Future heißt es, kann man da auch wunderbar schon lesen. Und wie das klingt, darüber sprechen wir gleich und warum das, was wir gleich hören werden, einzigartig ist auch. Jetzt stellen wir Ihnen Schiller erst noch mal vor. Christopher von Dylan ist Schiller. Seine Musik vereint digitale Klänge mit akustischen Instrumenten. Es entstehen faszinierende Klangwelten. Angefangen hat Schillers Erfolgsgeschichte Ende der 90er. Die erste Single war das Glockenspiel. Der Wahlberliner mag es, treibende Rhythmen und entspannende sphärische Melodien mit poetischen Texten zu kombinieren. Gerade ist sein 9. Album erschienen. Future ist für Schiller der Soundtrack für den eigenen Film im Kopf. Manchmal haben wir Probleme, hier alle Bandmitglieder auf der Bühne unterzubringen. Haben wir heute im Grunde auch, weil das sind Ihre Bandmitglieder hier. Kann man hier einfach mal? Ja, da kommt sogar was. Und Sie wissen jetzt ganz genau, quasi so wie ein Jongleur, was jetzt hier wann wo passieren muss. Ich hoffe, dass ich das weiß. Jetzt aber mal ganz im Ernst. Sie merken sich ja wahrscheinlich das Grobe. Und wie viel davon ist, was wir jetzt gleich hören, wenn sozusagen improvisiert? Also das meiste ist improvisiert, beziehungsweise der Ablauf vor allen Dingen. Welche Teile, wie sich das aufbauen wird und was für Harmonien gespielt werden, das habe ich. Ich habe eine vage Ahnung davon, was gleich passiert. Wahnsinn. Ehrlich? Und ja. Aber normalerweise, wenn wir auf Tour gehen, gibt es eine richtig große Band. Ja. Das ist sozusagen Premiere, dass ich mich zum ersten Mal hier alleine mit dem Labor Wir machen was zusammen. Traue. Also wir wissen, das Stück heißt Schwerelos. Da sind wir uns schon mal sicher. Okay. Intro, Susanne Link. So. Da müssen Sie lieber hier drauf drücken. So, da geht's schon los. Da müssen Sie lieber hier drauf. Dann nehme ich das. Aber hier fühle ich mich sicher. Und jetzt der Chef. Schiller, live.
die Antwort. Danke. Danke. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich die einzige Taste erwischt habe, aus der kein Ton kam. Schiller, schwerelos, vielen Dank für den Besuch. Ab wann auf Tour? September. Ab September unterwegs und dann live und es wird wieder anders klingen. Dankeschön für den Besuch. Dankeschön. Heute Morgen. Jetzt der Sport. Danke.